Und damit willkommen hier zu einem neuen Let's Test. Ja, nachdem wir gestern XCOM Enemy Unknown gespielt haben und ja, das doch eher mehr ja durch Taktiken geprägt war und ja, wo man nicht selber interagieren konnte, haben wir nun hier das krasse Gegenteil, und zwar Payday 2. Payday 2, da müssen wir auch taktisch zwar vorgehen, aber jetzt kommt das große Aber. Wir können selber agieren. Das werden wir auch gleich sehen. So, wir werden das Ganze hier offline spielen. Okay. Bankraub normal. Wir nehmen erstmal das Ding hier. Natürlich müssen wir auch hier taktisch vorgehen, aber das Geile ist halt, wir können wirklich interagieren. Nicht wie gestern, also wie gestern, wo wir da einfach diese Männchen hin und her schieben mussten. Oder herumschubsen mussten. Ist halt hier total anders. So, holt den. Wir kommen ja jetzt dahin. Wir gehen einfach mal hier hinten rum, weil das, glaube ich, hier der falsche Weg ist. Kann man hier aufbrechen? Doch, hier war doch was. Hier. Denn wir müssen ja hier. Denn wir müssen nämlich unentdeckt bleiben. So, lege den Thermobohrer ab. Das Problem ist halt, wenn wir jetzt hier diesen Bohrer aufgenommen haben, wir können nicht mehr rennen. Müssen wir jetzt hier rein? Ja, vermutlich schon. Und natürlich erstmal das Schloss knacken, um erstmal da reinzukommen, ganz klar. Dauert kurz. So, Schloss geknackt. Puh. Den sollen wir jetzt wieder ablegen. Oh. So. Komm, 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 komm. Boah, leg los. Muss mal aufpassen, dass jetzt hier keiner kommt, das sind nur Zivilisten. Ja, wir müssen jetzt hier die Tür auch abdecken. Boah, krasser Bohrer, ey. Und der war in dieser kleinen Tasche drin. Ist ja mal richtig geil. Die sehen so ein bisschen aus wie so ein Clown. Das ist natürlich auch genial. Oh Gott, noch mehr. Wie lange braucht denn dieser Bohrer, ey? Mann, wir müssen hier raus, Mann. Fuck. Was nun Zivil ist? Der Typ regelt das ganz easy. Durch den Hintereingang kommt keiner. Natürlich auch genial. Hä?
zocken jetzt beide hier? Warum? Und wer guckt vorne? Wer passt vorne auf? Vermutlich kommt da irgendwie. Ja, steht du mal da, Wache. Müssen wir irgendwas bei dem Bohrer noch machen? Nee, oder? What? Wie lange braucht der Bohrer denn? Alter, das ist krass. Sekunden, Mann. Alter, das ist krass. Aber warum? Das mag hier doch eh keiner weiterkommen. Achso, Polizeivorschuss im Gang. Okay, also heißt das, die werden hier gleich richtig anrücken. Wir waren das Schloss mal auch noch. Ne, das lassen wir mal lieber zu. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt geht's richtig los wahrscheinlich hier. Ja. Ah, die Musik noch dazu, Alter. Die passt gar nicht irgendwie. Hubschrauber am Flug, oh mein Gott. Fuck the shit. Ah, die Musik ist geil dazu. Wenn jetzt noch ein Heli kommt, das wird kacke dann. Die laufen immer hinterher, richtig geil. Hier ist ein richtig geiler. What the fuck? Was macht der Typ denn da? Der steht doch einfach nur da rum. What the fuck? Ich auch geil hier drin. Die rennen halt alle wirklich hier rein. Die liegt schon. Auch eine Idee. Die liegen hier alle hier rum. Ja, wie so ein Massengrab irgendwie. What the fuck? So, einer von uns ist down. Scheiße, Mann. Hier geht's ja richtig zur Sache. Komm, wir heilen ihn. Komm, komm, komm. Ja, los, komm. Los, komm hier rein. Wie lange brauchen wir noch? Oh. Warum ist denn der Ausgang? Komm. So, weiter geht's. What? Was sind hier für eine Meute? Der war ja mal richtig Party ab. Leute, Leute, Leute. Puh. Meine Fresse, damit die nicht immer hier rumrennen. Kommt schon wieder so eine Meute an. Wie lange noch, Leute? 160, komm, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich habe mal die Tür nicht aufgemacht, sonst wären sie da auch noch durchgekommen. Los, komm rein. Moment, komm, 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 Digga, komm, an. What? Der fällt doch noch auf Granate rein.
frag mich, ob wir unsere Leben auch irgendwie wieder regenerieren. Meine Güte. Mann. Wo sind wir denn? Lol. Thank you very much. Geil. Richtig geil von den Typen. Korrekt. Das Problem ist halt, wir müssen auch ab und zu gucken, ob der Bohrer noch im Stand ist. So, der Bohrer braucht noch knapp eine Minute. Das Geile ist ja, das geht wirklich in Echtzeit. Und, also nicht irgendwie jetzt so verschnellert, sondern es dauert jetzt wirklich noch eine Minute. Ist voll krass, irgendwie. Heilige Scheiße. Bin setzen und nicht hinlegen. Meine Güte. Der wieder ausgegangen. Komm, beschützt mich, Leute. Come on, guys. Come on. Mann. Alter, wir haben kaum noch Leben. Alter, das ist krass. Das sieht aus, das Gesicht, Alter. So, Geld rum. Mir vorhin gar nicht aufgefallen. Das ist abnormal. Alter. Komm, ist das nicht mehr lange? Schaffen wir, Mann. Das schaffen wir. Alter. Fuck. Komm. Geil. Oh, komm, das nehmen wir uns alles mit hier. Meins. Sind wir wieder hier raus? Vorne rum, hinten rum? Komm Leute, lass hinten rum. Come on, guys, come on. Wir gehen hinten rum. Oh fuck. Ey, das ist doch nicht zu glauben. Ich hasse das, wenn du hier irgendwie mit Sachen rumrennst. Komm, mach die noch down. Oh, fuck. Okay, strategisch nur in bestimmten Situationen. Ich halt's auch einfach nur sinnlos durch die Gegend rennen. Und ja, macht die Leute niederhauen. Das ist schon wieder so ein Spiel, was mir richtig viel Spaß macht. Los, komm.
macht schon wieder richtig geil. Macht schon wieder richtig Bock. Komm. Oh, schade, passt auf. So, und damit haben wir die Mission beendet. Finde ich richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht, das muss man sagen. So. Na gut, wir haben es, glaube ich, nicht auf schwer gemacht. Das ist, glaube ich, leicht, wenn es hier Schwierigkeitsstufen gibt. Ich weiß es gar nicht genau. Und wir sind Level 2 gekommen. 3. Level 3, cool. Ene, mene, mu. Und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Wir nehmen die da. Cool. Oh, Schalldämpfer. Nice. So, damit haben wir die Mission beendet. Wir können natürlich jetzt noch weitere annehmen, das würde aber jetzt hier zu weit gehen oder sich zu lang ziehen. Und ja, deshalb sage ich einfach mal, ich verabschiede mich von diesem Let's-Test. Hoffe, ihr konntet euch einen Einblick in Payday 2 gewähren. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann nächste Woche Samstag wieder. Und bis dann, ciao!